zum 28. Spieltag der Alps Hockey League zur Partie der Viktoria Brancas gegen das Fernteam aus Klagenfurt. Jetzt da mal René De Luca mit dem Versuch. Schön gemacht. Und da der erste Feinde, die Vorzeichen recht gut für die Brancas. Aber logisch, die zwei Ausfälle. Das ist auch nicht ganz unwichtig, dementsprechend die Spiele bestritten waren. Also sind sicher ein bisschen weniger im Rhythmus rein. Mal schauen, wie sich das Ganze heute auswirkt. Auf längere Sicht, da ist die riesige Chance für die Brancas. So, jetzt Klagenfurt gefährlich und dann das 1:0 ins kurze Kreizeckele. Und jetzt da wieder Klagenfurt gefährlich. Schöner Pass, nächste Riesenchance. Aber gegen Wien war man ja meist ein bisschen zu verspät. Schauen, ob man das halt ein bisschen besser lösen kann. Aus der Ressa Nikolai. Schön gemacht. Riesige Chance und die nächste Chance. Bankers im Puckbesitz bleiben. Jetzt mit Lukas Kjaller hinter dem Tor gefährlich. Backhand-Versuch vom Lukas. Jetzt nochmal die Bankers über Niklas Seil und Dominik Berg mit Markus Gander. Der nächste Abschluss gefährlich. Schön. Die leere Kiste auch schade. Und jetzt die jungen Klagenfurter in Angriff und mit dem Abschluss, der wird aber super passen. Jetzt da Ciardo mit dem Pass rein, aber der Pass war einfach zu ungenau. Einen Dummy und die erste 2 Minuten Strafe. Und Abschluss knapp übers Tor. Der KAC hat eigentlich so im Schnitt in der Alps eigentlich ein recht solides Penalty-Killing mit und so langsames Rollen hier besonders Schuss und das Tor für die Broncos! Ja, probiert zu klären und kommt nicht außen. Jetzt der Schuss und das 2. Damit Schnitzer am Puck probiert einen Platz zu machen für die Ding. Ciao. Der Schuss und in die Arme des. Und Gander zurück auf Novi. Er mit einem schönen Schlagschuss, aber der Dormann. Ein schöner Check da von Zicchetto. Und der Abschluss, und der Abschluss, und leider. Oh, wie, das wird eher die letzte Abschlussgelegenheit sein. Der Schuss und Tor für die Broncos. Und weiter geht's in Form von Salo. Probiert den Querpass. Und so wird der Angriff der Broncos unterbunden. Die Jungen aus Klagenfurt gleich wieder mit dem Konter und der Abschluss, aber der wird stark gehalten von Jakob Ravanzer. Jetzt der Angriff der Broncos über. Der Stau. Und kurft das da. Weiter auf Marek Zicchetto, schön gemacht. Der nächste Versuch gefährlich. Und jetzt auch die Broncos mit Niklas Seiler, der versucht es in die Kurzecke, allerdings zu ungenau. Aber die Broncos bleiben Scheibenbesitz, jetzt mit Markus Gander gefährlich, er versucht. So, aber jetzt der Dominik Schnitzer. Weiter auf Alex Planatscher, gibt die Scheibe noch weiter auf Dominik Schnitzer und der Abschluss, allerdings zu ungefährlich. Einmal erwarnt geworden vom Schiedsrichter. Und jetzt geht es weiter mit einem Bulli, wenn die Broncos erneut für sich entscheiden. Der nächste Abschluss, nicht ganz ungefährlich. Und diesmal hat es wieder die Chance für die Broncos, der Querpass und der nächste Abschluss von Alex Zicchetto. Klagenfurt bleibt im Offensivdrittel.
Und jetzt war die Chance für die Broncos mit Lukas Gauder. Alonas da, schön gemacht und das 3:2 für die Wipptal Broncos. Die Broncos gegen den KAC jetzt mit 3:2 und da ist der nächste Abschluss knapp da. Knapp am Tor vorbei rechts. Aber Klagenfurt bleibt im Scheibenbesitz gefährlich. Der nächste Abschluss. Gut pariert von Jakob Brauer. Trotz der 3:2 Führung. Jetzt aber allerdings ein unnötiger Puckverlust. Die Klagenfurter mit dem Versuch. Bei den Gegentoren chancenlos, als andere souverän pariert. Und jetzt wieder Klagenfurt. Gefährlich vom Tor. Also die Klagenfurter in Powerplay-Formation mit dem nächsten Abschluss. Das natürlich sagen. Aber solange die Broncos im Scheibenbesitz sein. So, Lukas Chiaro, der ist alleine versucht, Gino Rösler, Drei-Konter, Abschluss mit der Becken. Ja, hoches Pressing gefährlich jetzt. Schön geblockt und dann mal der Abschluss für Klagenfurt. Und jetzt ist die Scheibe frei, jetzt müsste es eigentlich ist dauer zu werden. Für Lenny Hassler, der trifft zum 4:2. Leising einschaltet, unter die Halle campet. Und dann ist es dann das letzte Spiel vor der Zwischenrunde. Und wir fahren jetzt einen 4:2 Heimsieg der Wipptal Broncos. Danke fürs Einschalten, bis zum Samstag. Vielen Dank.